Hallo und willkommen zu einer neuen Online-Schlacht. Und zwar bin ich wieder dabei, der Lavan. Und neben mir ist natürlich wieder, oder beziehungsweise am anderen Ende, ist der Ruben. Genau, hier ist wieder Ruben, auch bekannt als Grimsin bei meinem YouTube-Channel. Und wir führen heute eine gemeinsame Schlacht gegen zwei Gegner. Genau, da das ja letztes Mal schon so gut funktioniert hat, habe ich eine Solokiden-Armee, die sehr ähnlich zum letzten Mal ist. Das heißt, bis auf zwei Leute ist die, glaube ich, unverändert. Ja, ich habe diesmal wir spielen gegen die gleichen Gegner, muss man dazu sagen. Ich habe allerdings diesmal den Römer als Gegner und die ehemalige Seleukiden-Armee ist jetzt eine, was für eine Armee ist Makedonische, das? Makedonische, die gegen meine Pergamonische kämpft. Genau. Dann stelle ich euch mal meine Seleukiden-Armee, die gleich gegen die Römer ran muss, vor. Und zwar haben wir hier vorne wieder Laienpanzer-Schwertkämpfer. Also starke Schwertkämpfer vorne in einer Reihe. Dahinter haben wir wieder Bogenschützen, und zwar wieder die persischen Leistenbogenschützen. Und zur Verteidigung der persischen Leistenbogenschützen, wie letztes Mal, persische Hopliten. So, dann haben wir hier den General hellenische Katapakte? Katapakte, ich kam auf den Namen, vielen Dank. Und auch meine Reiterarmee ist wieder sehr ähnlich wie letztes Mal aufgestellt. Die Tocheus-Speere, sind keine Reiter, sind aber die Schwertkämpfer, die sind hier auf der linken Seite. Und hier ist meine Reiterei mit der leichten Kavallerie wie letztes Mal und Meda-Kavallerie, allerdings eine Einheit Meda-Kavallerie, diesmal mehr. Dann haben wir noch die Tarentinische Kavallerie, die hier auf der rechten Seite die Plänkler-Kavallerie ist. Die Plänkler-Kavallerie haben wir, glaube ich, ganz rausgenommen. Das heißt, es gibt nur noch zwei Einheiten Tarentinische. Das heißt, die Plänkler-Kavallerie ist ein bisschen geschwächt, was vielleicht gar nicht so schlau war, denn in der letzten Schlacht waren sie ja relativ erfolgreich. Habe ich aber trotzdem rausgenommen. Noch was vergessen? Nö. Mhm. Hier haben wir noch östliche Speerkämpfer, die Reiter ein bisschen unterstützen. Die sollen auch sozusagen spielen auch Kavallerie heute und sollen die Reiter einfach ein bisschen unterstützen, wenn sie chargen. Ja, habe ich noch was vergessen? Ich glaube, meine Armee ist soweit vorgestellt. Nee, deine Armee ist soweit vorgestellt. Dann habe ich als Armee, die speziell auf Makedonien angepasst ist, eine offizielle How-to-Fuck-Pikes-Armee aufgestellt, die ich schon sehr oft gespielt habe in diesem Modus. Und zwar ist diese Armee komplett darauf ausgelegt, Piken zu töten, und das sehen wir auch gleich perfekt. Als Linie habe ich nämlich dafür 6x Speergamer genommen, welche eigentlich nur extrem verbesserte Toreo-Speere sind und deswegen alle Speere werfen können, darunter auch mein General. Als nochmalige Schussunterstützung habe ich noch 3x auserwählte Peltasten, welche dank des Schnell-Nachladen-Modus noch schneller die Speere werfen können. Und dahinter habe ich noch 5x normale Bogenschützen. Und man sieht es schon aus, dass meine Hauptlinie eigentlich nur auf das Beseitigen von Piken ausgelegt war. Und ansonsten habe ich noch einmal pergamonische Arztkavallerie hinten zurückstehen. So wie auch Jan seine hellenischen Katapakter bei seinem Gen, einfach nur um die Armee auch zu beschützen. Dann habe ich auf der linken Flanke noch 2x Toreo-Speere und noch 2x galatische Schwerter, um über die Flanke zu kommen und seine Kavallerie zu stören. Ansonsten bin ich mit der Vorstellung fertig. Genau, dann stelle ich mal meinen Gegner vor. Ich spiele diesmal gegen Rom. Wie gesagt, gleiche Gegner wie letztes Mal. Der letztes Mal auch schon Rom gespielt hat, letztes Mal gegen den Rom gekämpft hat, kämpft jetzt gegen mich. Wir haben vorne ein paar syrische Bogenschützen, die relativ starke Bogenschützen sind. Allerdings auf der linken Seite dann auch mal Leves. Das sind richtig schwache Bogenschützen. Genau. Und dann haben wir auf der rechten Seite noch Steinschleuderer. Ne? Genau, die Balearischen. Die Balearischen Steinschleuderer, zwei Einheiten. Genau, das ist seine Fernkampfarmee, die relativ stark ist, wirklich durch die syrischen Bogenschützen wirklich eine starke Fernkampfarmee hat. Dahinter in der Reihe haben wir Triari, viele Triari, was starke Speerträger sind. Oder beziehungsweise Speerträger so stark. Ja, verdammt defensive. Verdammt defensive, genau. Die können also gut durchhalten. Und auf der linken Seite wieder eine Einheit Wigliles. Was sind das? Eher schwächt. Das sind einfach nur Billigeinheiten, die niemand gebrauchen kann. Billige Einheiten, Opferware nenne ich sie immer gerne. Falls man die irgendwie mal zur Verstärkung nutzt. Hier haben wir eine Kavallerie, die natürlich deutlich unter Segen ist. Da muss ich vielleicht versuchen, mit der Kavallerie diesmal wieder reinzubrechen. Wird allerdings schwer, da relativ viele Speere und auch viele Fernkämpfer dabei sind. Wollen wir gucken, wie das ausgeht. Und jetzt zeig uns mal deine Gegner. Genau, ich habe natürlich einen Makedon, das heißt eine große Pikenarmee, und gegen diese Armee war ich auch ausgelegt. Dann hat er nämlich in der Front, um seine Piken zu beschützen, 4x normale Bogenschützen, so wie ich sie auch habe. Dann hat er an seiner Hauptlinie 5x Leinpanzer-Pikinierer, welche jeden Linienkampf eigentlich locker gewinnen würden, wenn sie ihre Piken anhaben, und somit hätte ich eigentlich keine Chance gegen ihn. Und dann hat er noch 2x pro Flanke normale Obliten, um diese auch von den Flanken beschützen zu können. Dann hat er zentral im Mittelfeld noch einmal Hetai-Renterei als General, den er noch erstmal zurückhält. Und noch 4x thessalische Kavallerie auf der rechten Flanke, von dem man bis jetzt aber eigentlich nur 2 sehen kann, da die anderen beiden noch im Gebüsch sind. Aber die sind noch auch dabei.
Und dann würde ich sagen, können wir die Schlacht gleich schon loslegen, oder? Genau, gehen wir diesmal aufs normale Tempo. Der Fehler passiert mir nicht nochmal. Genau. Aufs normale Tempo drauf. 3, 2, 1, los! Genau, dann geht's los. Wollen wir gucken, wie wir uns schlagen diesmal. Genau, und es war eigentlich wie beim letzten Mal noch so, dass wir getrennt gekämpft haben. Also die Kämpfe haben wieder komplett getrennt stattgefunden. Was auch eigentlich daran liegt, dass die Gegner sich getrennt aufgestellt haben und wir uns immer an die anpassen mussten. Genau, wir sehen hier erstmal Stillstand. Passiert erstmal nicht so viel. Erstmal überlegen, wie man am besten gegen den Gegner vorgeht. Hast du gerade auf Pause gemacht? Ich bin auf Play. Nee, okay. Ich dachte gerade wegen Stillstand, hast du gesagt. Nee, es steht, es ist eben noch nichts passiert. Achso, nee, okay. Die Einheit, außer dass jetzt bei ihm dein Gegner sich ein bisschen neu formiert. Genau, der rennt jetzt mit der ganzen Armee nach vorne. Und hier sieht man auch die anderen thessalischen Kavalleristen aus dem Gebüsch rauskommen. Und ansonsten versucht er seine Armee halt komplett nach vorne zu bewegen, da er denkt, dass er mir überlegen ist, wenn er den schnell in den Kampf sucht mit seinen Piken. Aber meine Armee ist eigentlich auf seine ausgelegt und wird auch den direkten Kampf mit ihm suchen. Wir können gleich perfekt sehen, was ich gegen seine Piken machen werde. Bei mir, wie gesagt, ich überlege auch gerade, was ich tue. Der Römer hat natürlich überhaupt keine Bedürfnisse, jetzt anzugreifen. Er hat starke Fernkämpfer und er hat defensive Sperrkämpfer. Das Dümmste, was er jetzt machen könnte, ist angreifen. Und das tut er auch nicht. Er bleibt ziemlich zurück. Und ich überlege mir eben gerade, was er tun kann. Und wir sehen, bei dir ist schon Action. Die Armeen formieren sich. Ja, unsere Armeen klatschen gleich wirklich direkt aufeinander, da er aggressiv nach vorne gegangen ist und seine Männer jetzt schon beginnt, richtig zu positionieren. Ansonsten werde ich meine Armee halt aggressiv auf ihn zubewegen, damit ich meine Speerwerfer in Reichweite bekomme, da die Speere halt nur eine geringe Reichweite haben. Und deswegen muss ich halt ganz schnell ran mit denen, um schnell die Munition loszuwerden, weil ich keinen Kampf haben kann, bevor die Munition weggeballert ist. Sonst funktioniert die Armee nicht. Genau, bei mir ist jetzt so, meine Armee rückt jetzt auch vor. Ich versuche jetzt hier an der Linie ein bisschen näher ranzuschaffen. Versuche nicht möglichst so weit ran, dass ich in seine Schusslinie gerate. Das wird gar nicht so leicht. Jetzt bewege ich meine Kavallerie relativ offensichtlich auf die rechte Seite. Also hier vorne habe ich ja meine leichte Kavallerie schon auf die rechte Seite gehoben, weil die später auch gegen seine Bogenschützen vorgehen soll. Und meine andere stärkere Kavallerie geht jetzt auch langsam auf die rechte Seite, um vielleicht später den General anzugreifen oder die Armee von hinten anzugreifen. Genau. Worauf deine Armee ja eigentlich auch beruht, dadurch, dass du voll viel Geld in die Kavallerie reingesteckt hast. Genau. Die beruht sozusagen auf den durch den Ansturm von meinen Kavalleristen. Genau. Und dadurch den Gegner möglichst schnell in die Flucht zu schlagen. Wir sehen, meine Armee marschiert langsam und bildet eine neue Reihe ein bisschen näher ran. Genau, und du hast auch mittlerweile die Angriffsbefehle gesetzt, sieht man gerade, wenn man Leertaste drückt. Genau. Die Angriffsbefehle sind gesetzt. Und man sieht richtig, dass die syrischen Bogenschützen nicht unterschätzt werden sollten, denn einer deiner Pikentrupps wird jetzt komplett unter Beschuss genommen und der kommt nicht mal am Ende an, wenn ich mich da nicht täusche, ne? Genau, das ist jetzt vielleicht auch ein Fehler von mir. Jetzt gehe ich viel zu offensiv drauf und lasse meine Reiter zu stark zurück und versuche jetzt hier über die rechte Seite zu kommen. Ich hätte wahrscheinlich meine Kavallerie schon schneller auf die Bogenschützen setzen sollen, dass die überhaupt nicht so schnell auf den Kampf kommen. Genau, und die Leinpanzer hätten, glaube ich, rennen sollen. Damit wären sie zwar außer Atem in den Kampf gekommen, aber dann wären sie zwar erschöpfter gewesen, aber sie wären halt nicht so beschossen werden. Aber man kann halt jeder Schlag was Neues, denn so schlecht genau. War das ja auch nicht. Genau, ich sehe das auch so. Könnt auch immer, wie gesagt, gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Das ist kein Problem. Ne? Und auf jeden Fall, vielleicht ist auch ganz sinnvoll, mal zu zeigen, wie man es nicht macht. Genau. Aber sehen hier, meine Kavallerie versuche ich jetzt hier eigentlich, versuche ich mal eben mal den General hier anzugreifen. Jetzt sehe ich allerdings, dass ich meine Kavallerie eher auf deine Kavallerie schicke. Die natürlich gegen meine Kavallerie nichts ausrichten kann, aber meine Kavallerie extrem gut zurückhält, sodass ich nicht auf den General komme und auch die Einheiten und beziehungsweise die Bogenschützen nicht von hinten attackieren kann. Was passiert bei dir gerade? Bei mir sieht man gerade, dass ich meine Armee immer weiter nach vorne rücke und mittlerweile alle meine Speerwerfer in Reichweite sind. Wenn man mal darüber guckt, sieht man, dass die Speere einfach nur auf die Bogenschützen niederhageln. Und seine Bogenschützen sind nach weniger Salven alle vernichtet. Ich habe meine ganze Armee noch zurück. Er hat kaum Kills gemacht. Und jetzt sieht man, nächste Salve der Bogenschützen, alle Speerwerfer werfen. Und man sieht einfach, wie die ganzen Pfeile rüberfliegen und die Speere. Und an dem Punkt habe ich meine Armee nicht mehr bewegt, aus dem Grund heraus, dass jetzt alle in Reichweite sind, um ihre Speere zu werfen. Und das heißt, ich warte, bis er mit seinem Pik nach vorne geht. Denn die Piken können in ihrer Pikenwand nur ganz langsam nach vorne marschieren. Und somit kann ich ihn einfach komplett zusammenschießen und halte meine Thyreerspeere so, dass sie noch die Kavallerie von ihm auf Abstand halten können. Damit meine Fernkämpfer nicht von hinten angegriffen werden. Genau, bei mir entwickelt sich auch gerade was und das jetzt gar nicht so gut für mich aussieht. Hier sehen wir einen Linienkampf, sind meine Leinpanzer-Schwerträger gar nicht mal so effektiv. Wir sehen hier auf der rechten Seite, fangen die erstmal an zu wanken.
Die anderen werden abgehalten durch seine jeweiligen Armeen. Die Kavallerie ist mit nicht in Bewegung, wahrscheinlich einen Micromanagement-Fehler drin zu haben, denn die stehen jetzt erstmal hier nur rum, was jetzt nicht besonders sinnvoll ist. Der General rennt daran vorbei, ich hätte jetzt einfach schnell chargen können, mache ich nicht. Wo ich auch immer gerade in dem Moment geistig bin, auf jeden Fall nicht auf dem Schlachtfeld, aber gut. Ja, bei mir kann man auf jeden Fall noch sehen, dass die Pikentrupps fast vernichtet sind. Sie haben noch alle Pikentrupps haben keinen Kill gemacht und wir sehen ja, dass alle Pikentrupps fast tot sind und keiner dieser Pikentrupps wird meine Linie erreichen, wo meine How-to-Fuck-Pikes-Armee einfach mal komplett funktioniert hat. Wie man einfach sehen kann, haben die Piken sich gar nicht gelohnt gegen mich. Also man sieht den nächsten Fehler von mir, leichte Kavallerie fängt jetzt erst an zu laufen, hat vorher die ganze Zeit nur marschiert, was natürlich ein Vorteil ist, da sie jetzt nicht erschöpft ist, aber im Kampf eigentlich gar nichts aussagt, denn sie hätte schon deutlich früher im Kampf eingreifen können müssen und so mir die Bogenschützen vom Hals halten müssen, die immer noch effektiv ballern können, weil sie eigentlich den ganzen Kampf unbeschadet überstanden haben und schön auf der linken Seite warten können und schon mal eine Einheit niederschießen können. Ja, mal sehen, wie das noch weiter ausgeht. Genau, bei mir sieht man schon, dass der Gegner relativ hohe Schäden anleitet. Ja, genau, deine Thessalische Kavallerie wird halt komplett von meiner Pergamonischen Arztkavallerie festgehalten und von meinen Terrorspinnen. Das heißt, die können gar keine Kills machen, meine Armee kann sich komplett positionieren. Da nur noch seine Obliten übrig sind, hat er nur noch ganz wenige Männer und die sind auch schwächer als meine Speergamer, weswegen er den direkten Kampf sogar verlieren würde. Aber das reicht bei mir noch nicht. Ich ramme meine Speergamer zusätzlich noch in den Rücken, gebe meinem Bogenschützen den Befehl, die restliche Kavallerie zusammenzuschießen. Und bei mir ist die Schlacht eigentlich schon nach einer Minute komplett gelaufen, da selbst ein General jetzt schon gestorben ist gegen meine Männer. Bei mir sieht es nicht gut aus, aber noch ist alles offen. Die Schlacht ist noch nicht verloren. Wenn man jetzt vielleicht ganz klug agiert, könnte man das noch schaffen. Wir sehen, wir haben hier eine römische Armee, die so von einigen Einheiten eingekreist ist. Hier sind meine Fernkämpfer. Und ein paar römische Armeen fangen an zu fliehen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wo ist denn der General hier eigentlich? Der römische? Der müsste eigentlich noch leben, oder habe ich den schon vernichtet? Ich überleg gerade. Der römische General war ein General. Oh, ich glaube, der ist schon tot. Oder warte, das können wir nachgucken. Da müsste irgendein. Ja, General tot. Die Einheit ist schon vernichtet. Die syrischen Bogenschützen haben das als Moraldefizit. Was wir aber noch sehen können als Micromanagement Fehler des Römers, der hat alle seine Bogenschützen auf einem Fleck stehen. Das heißt, die Bogenschützentrupps blockieren sich gegenseitig beim Schießen. Das heißt, dass nur ganz wenige Feuer abgeben. Damit hat er dir noch einen kleinen Vorteil gegeben. Wir sehen hier, ich versuche jetzt mit meiner Kavallerie seine Bogenschützen zu verteidigen. Was wir nicht gesehen haben, was ich eigentlich noch vorhin erwähnen wollte, deswegen wurde ich mit der Karte mich gewundert, wo der General schon ist. Ich habe mit meinen Kavalleristen den General angegriffen. Das war schon gewollt und ich habe den auch gut, lief aber wieder vorbei und dann habe ich die Chance genutzt und habe gecharged. Und dadurch hat seine Armee jetzt einen starken Moralverlust. Aber mein General, der lebt noch, ne? Dein General ist mit dem Kampf. Der lebt noch und der ist noch im Kampf, aber mal sehen, was da noch passiert. Wir sehen auf der rechten Seite seiner Armeen haben sie allerdings alle wieder gesammelt. Ich sehe keine mehr fliehen. Außer bei mir, da flieht eine Einheit. Auf der rechten Seite sind die Römer weiter eingespannt in die Kämpfe. Die Bogenschützen feuern von hinten. Und man sieht, ich habe die persischen Hopliten hinten vergessen. Die marschieren jetzt mal so langsam hinterher. Vielleicht kommen sie auch noch mal in der Schlacht an. Genau, da hinten sieht man sie. Ganzen Trupp. Die haben hinten Pause gemacht. Ja, aber man sieht auch, dass du die Schützen immer weiter aufräumst, da seine Kavallerie mittlerweile auch nicht mehr viel zu sagen hat und seine Triarii einfach nur rumstehen, weil sie viel langsamer sind als seine Kavallerie. Genau, dadurch kann ich jetzt seine Schützen erstmal ausschalten, was sehr wichtig ist. Und man sieht, deine Armee formiert sich jetzt schon, der Gegner ist besiegt und versucht jetzt mit im Kampf gegen den Römer einzugreifen. Genau. Was man aber bei meiner Armee sieht, dass die halt komplett noch vorhanden ist. Das Einzige, was meine Armee nicht mehr hat, ist Munition. Aber hätte diese Armee noch Munition, hätte ich auch mit der seit Anfang an kämpfen können, da einfach ich keine Verluste erlitten habe. Ich habe nur ein bisschen Kavallerie verloren und ein paar Schwertkämpfer. Wir sehen, mein General wird stark bedrängt von Römern. Oh ja. Das würde vielleicht nicht so gut aussehen für meinen General. Aber sonst muss man sagen, auf der rechten Seite sehen wir jetzt hier, da charge ich nochmal mit meinen Hopliten, die jetzt auch in den Mann gekommen sind, rein. Und vielleicht kriege ich dann die Römer nochmal verdrängt. Und die anderen Römer sind hier eigentlich ziemlich ausgeglichen im Kampf, oder? Römer im ausgeglichenen Kampf, ja. Genau, aber ansonsten sieht man doch, dass meine Kavallerie mittlerweile zur Hilfe kommt. Aber die schnappt sich jetzt eh nur noch einen Trupp, da du den Rest selber machst. Und ansonsten ruhe ich meiner Armee erstmal aus, damit die gleich vollkommen fit ist, um dir zu helfen. Genau. Wir sehen ja, wie sieht es auf der rechten Seite aus? Die ersten römischen Einheiten fliehen wieder. Das könnte vielleicht ganz gut für uns doch noch ausgehen. Aber noch ist nichts gewonnen. Wir sehen, hier sind noch einige römische Einheiten, die jetzt versuchen, auch jetzt in den Rücken zu fallen, meinen Hopliten, die ich jetzt allerdings alle hier auf den Pulk bewege. Ob das schlau ist oder nicht, werden wir gleich noch sehen. Was macht mein General und meine Dingseinheiten? Die verfolgen weiter Schützen.
Genau, meine restliche Kavallerie noch übergeblieben ist, sozusagen die paar Pferde vom General. Mehr Kavallerie ist leider nicht übrig geblieben aus meiner gesamten Armee. Und der Rest versucht sich eben hier gegen die Römer zu behaupten. Die jetzt natürlich, er ist jetzt auch so ein bisschen unter Druck, weil er ja sieht, deine Armee marschiert jetzt auf ihn zu. Der muss jetzt sich überlegen, wie er am besten kämpft. Und ich denke mal, so ein bisschen nervös wird er jetzt auch so langsam. Ja, er muss halt versuchen, deine Armee so schnell wie möglich kaputt zu bekommen, damit er überhaupt noch eine Chance gegen mich hat. Aber da meine ganze Armee noch vorhanden ist, ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er vernichtet ist. Genau, wir sehen so langsam, hier fliegt wieder eine römische Einheit, aber so wirklich voran geht es bei mir hier in dem Kampf noch nicht. Nee, wir sehen nur, dass unsere Kavallerie... Kein Gegner auszumachen. Nee. Die Kavallerie geht auf Bogenschützen, wie immer. Und meine Bogenschützen gehen jetzt auch auf die anderen Bogenschützen. Und hier sehen wir es nochmal gleich noch deutlich, das wird ganz, gleich ganz witzig. Da meine Bogenschützen schalten jetzt sehr effektiv seine Bogenschützen aus. Ja. Die eigentlich hier nur lang marschieren und dort mit im Kampf einzugreifen. Die aber von hinten beschossen werden. Genau. Zack, zack, zack. Und hier sehen wir schon richtig viele Einheiten von den Fallen und da sind sie schon am Fliehen. Und hier immer mehr Einheiten fangen jetzt hier an zu fliehen. Das könnte ganz gut aussehen. Jetzt hat sich eine wieder gefangen, aber mal gucken, wie lange. Jetzt sind sie auch wieder am Fliegen. Jetzt sehen wir alle römischen Einheiten am Fliehen. Das heißt, auf der rechten Seite hat sich der Kampf doch noch für mich, sagen wir mal, entwickelt. Und du brauchst eigentlich gar nicht mal einzugreifen. Nee, du hast den Kampf eigentlich noch alleine gewonnen. Und auf der Armee-Übersichtstabelle können wir sehen, dass ich gegen den Makedon sehr gut bewiesen habe, dass meine How-to-Fuck-Pikes-Armee ihre Stärke beweisen konnte. Denn wie wir sehen, haben alle 5 Pikentrupps des Gegners keine Kills gemacht und auch seine Bogenschützen wurden sehr gut von meiner Speergamer unter Beschuss genommen. Ansonsten kann man sehr gut sehen, dass meine Speergamer den Kampf gegen die Obliten stark durchhalten konnte. Aber bei seiner thessalischen Kavallerie sehen wir, dass ich große Verluste bei meinen Tyreos-Speeren erleiden musste, denn seine Schockkavallerie war sehr stark und hat für hohe Verluste gesorgt. Aber dank der Hilfe meiner pergamenischen Ales-Kavallerie, welche ca. 160 von den gegnerischen Kavalleristen getötet hat, konnte ich da noch durchhalten. Ansonsten sehen wir, dass meine Armee sehr viel geschossen hat und somit viele Kills machen konnte. Und dann kommen wir auch schon zu dir. Genau, bei mir ist das Ganze ein bisschen knapper gewesen. Man sieht das auch an den Einheitenzahlen. Der Römer hat schon einige Kills auch gemacht. Wir sehen auch mit der Kavallerie über 100 Kills, beide Kavallerieeinheiten. Die Hastati unten, Triari heißen sie, haben unten auch einige Kills gemacht, auch über 100 teilweise. Und die Bogenschützen waren auch nicht schlecht, aber vor allen Dingen die Kavallerie hat ordentlich reingehauen, kann man sagen. Ja. Bei mir hat das Ganze, die Kavallerie war jetzt so, naja, effektiv nicht besonders. Ein Bogenschützentrupp hat ordentlich abgesahnt. Ich glaube, das war der Bogenschützentrupp, der zum Schluss noch die abgeschossen hat. Aber ich sehe oben, was haben wir noch? Ja, und meine Nahkämpfer waren jetzt, war alles so mittelmäßig effektiv, sage ich mal. Es gab keine wirklichen Ausreißer nach oben und nach unten. Nee, man sieht bei dir auf jeden Fall, dass deine Armee, was die Killsanzahl ausgeglichen war und eigentlich du überall nur ein kleines bisschen gewonnen hast. Aber das hat halt ausgereicht, dass du überall ein bisschen gewonnen hast. Genau. Würde ich sagen. War ein bisschen ausgeglichen. Außer der eine Bogenschützen, die haben zum Schluss, glaube ich, die Nummer abgeballert da von der Seite. Als die anderen vorbeiliefen, haben die ganze Armee da ganze Einheit hier geschossen. Genau, die Balearischen. Die balearischen Scheißschauer waren das doch, die in den Rücken schießen wollten. Genau. Und ja, damit würde ich sagen, das war's mit dieser Schlacht. Oder hast du noch was zuzufügen? Naja, ich würde sagen, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich hoffe, unser zweites zusammenkommentiertes Battle hat euch gefallen. Ich würde sagen, ansonsten könnt ihr mal wieder Kritik da lassen, wie beim letzten Mal, wie man es besser machen könnte, wie man es schlechter machen könnte. Und ja, dann überlasse ich dir das Schlusswort. Wenn euch das gefallen hat, wenn wir was zusammen machen. Das würde uns interessieren, ne? Genau. Okay, macht's gut. Ciao.